Ja, jetzt ist es wieder soweit. Ich stehe vor einer Ladesäule und die ladet nicht. Ja, jetzt ist es wieder soweit. Ich stehe vor einer Ladesäule und die ladet nicht. Und zwar ladet die überhaupt nicht, sondern die ladet ganz und gar nicht. Und ganz und gar nicht heißt, ich habe angerufen bei dieser Hotline. Ich bin ja froh, dass überhaupt einer hingeht an einem Sonntag. Ich finde das toll. Die wollen eigentlich, oder normalerweise kannst du die neu starten. Bei der geht es aber nicht. Also der, oh, ich versuche die neu zu starten, oh, aber irgendwie reagiert die nicht. Also das heißt, die geht gar nicht. Und das Problem ist, ja, nicht zum ersten Mal. Zwar zum ersten Mal an dieser Ladesäule, das ist Jura Ost. Ich gehe mal ganz kurz raus. Ich schneide das auch dementsprechend, aber ich muss das irgendwie sehen. Und es wird jetzt recht windig werden, deswegen ist der Ton wahrscheinlich auch schlecht. So, was schon mal schlecht ist, ist Folgendes. Er zeigt mir hier rot. Das geschützte Auto, windgeschützt. So, ich habe da angerufen. Da war ein netter Herr dran. Dankeschön, falls er das sieht. Ich glaube nicht. Der hat sich echt bemüht, aber es hilft nichts. Er hat einen Techniker jetzt angerufen. Der Techniker, ja, keine Ahnung, wann der kommt. Dem die nächste Viertelstunde, 20 Minuten auf jeden Fall nicht. So. Wie soll ich einem, der ja zur E-Mobilität noch ein nicht so ganz gutes Verhältnis haben oder hat, wie soll ich dem das erklären, ein E-Auto zu kaufen? Das kann ich nicht, wenn sowas ist. Und ich habe mich gestern schon fürchterlich aufgeregt und ich muss mich heute wieder fürchterlich aufregen, dass Deutschland technisch gesehen eine Niete ist. Deutschland ist technisch gesehen eine Null, eine völlige Null. Deutschland ist ein Innovationsland, so heißt es in der Politik immer, das ganz toll ist und ganz vorne ist und Deutschland, hurra, wir stürmen in der Technik voran wie kein anderes Land. Bullshit. Nein, tut Deutschland nicht. Tut Deutschland nicht. Deutschland ist eine Niete in allem. Deutschland kann nichts. Nur bluppen und blöd daherreden und die Politiker können nur bluppen und blöd daherreden. Deutschland kann nichts. Deutschland kann nichts in der E-Ladestruktur. Deutschland kann nichts in der Mobiltechnik, Telekommunikation. Die streiten sich mit 5G und 5G ist so toll und bitte bietet Milliarden, dass Deutschland wieder Geld kriegt. Und dann sind sie zu blöd dafür, ganz normale 3G flächendeckend einzuführen. Da, wo ich wohne, habe ich nicht einmal E. Nicht mal das habe ich. Und wir sind 1,5 Kilometer oder vielleicht 2 Kilometer maximal von der geschissenen Autobahn weg. Deutschland ist Innovationsträger mit irgendwelchen technischen Sachen wie Transrapid. Kriegt Deutschland nicht gebacken, den Transrapid bei uns einzuführen. Und wenn es bloß eine kleine Strecke ist, wir bauen das Teil, wir nutzen das Teil. Bitte Welt, schaut her, was wir können. Wir können nichts. Deutschland ist eine Null. Technisch gesehen. Liebe Politiker, ich hoffe, irgendein Politiker sieht das, dieses Video. Und wenn nicht, vielleicht kennt er einen. Das könnt ihr ihm weiterleiten. Der soll sich bei mir melden, egal welche Partei. Den scheiße ich von oben bis unten zu mit Argumenten, die Deutschland schlecht macht. Deutschland kann nichts. Deutschland hat keine Raketentechnik. Deutschland hat nichts. Null. Nichts. Und es ist unglaublich schwer, einem die E-Mobilität näher zu bringen, wenn genau sowas passiert. Ich habe noch genug Rechtsreichweite, kein Problem, weil ich mir das sowas schon gedacht habe. Ja, ich fahre nicht mehr mit einer Restreichweite von 10 Kilometer minus irgendwo an eine Ladesäule ran, weil ich genau weiß, dass es nicht klappen könnte.
das musste jetzt mal raus. Und ich bin mir sicher, dass ich es auch nicht monetarisieren kann, weil ich Kraftausdrücke verwende, die YouTube-mäßig nicht besonders geschickt. Ja? Aber es muss raus. Deutschland, du bist arm dran. Und wenn wir Politiker haben, wie wir es jetzt momentan haben, wird sich daran nichts ändern. Wir sind so toll. Wir können alles besser als alle anderen. Nein, sogar in Rumänien wurde mir bestätigt. In Rumänien haben sie ein besseres Netz als in diesem armen Deutschland. Sorry, musste raus. Jetzt habe ich mich ausgekotzt. Jetzt fahre ich weiter und tank zu Hause bei mir, weil da weiß ich's, da funktioniert's. Steinzeitland Deutschland. Sorry, tut mir leid. Du bist für mich ganz unten, was Innovation betrifft und Technik. Und es kann mir keiner sagen, dass Deutschland ein ganz hochrevolutionäres Land ist. Innovativ und klasse. Deutschland ist klasse. Kein Problem. Deutschland ist ein ganz tolles Land. Aber in der Technik ist Deutschland das Letzte, was ich kenne. Tut mir leid. Timbuktu vielleicht noch. Vielleicht ist Timbuktu noch unter Deutschland. Könnte sein. Ich hoffe, dass Timbuktu noch unter Deutschland ist, weil sonst wäre nämlich Hopfen und Malz komplett verloren. Servus sagt locker. Nee. Servus sagt nicht ganz so locker. Euer Fokker.